Zeltner, was sagen Sie zu dem Abstimmungsverhalten der SPÖ-Bundesräte bezüglich der Biomassekraftwerke? Ja, die scheidende Bundesrätin und zukünftige Landtagsabgeordnete Inge Bosch-Kruska hat sich hier gegen burgenländische Arbeitsplätze und gegen burgenländische Arbeitnehmer entschieden. Es sind vier burgenländische Biomassekraftwerke betroffen und 500 Mitarbeiter dort müssen jetzt um ihre Beschäftigung bangen, weil die Zustimmung der SPÖ gefehlt hat. Sind Sie der Meinung, dass sich diese Biomassekraftwerke zu wenig vorbereitet haben? Weil es war klar, die Förderung läuft aus und man kann sich ja nie hundertprozentig darauf verlassen, dass das nahtlos weitergeht. Das stimmt schon. Sicherlich hat sich also ein Teil davon vorbereiten können, aber auch sehr, sehr viele von diesen Betrieben sind ganz einfach abhängig von diesen Förderungen. Und wenn wir den Schwenk zu Atomstrom nicht haben wollen, dann ist hier eben also die Bundesregierung gefragt und die wollte hier auch wirklich helfen. Aber man sieht also, die FSG im Arbeiterkammerwahlkampf hat hier eine Mogelpackung präsentiert. Der Arbeiterkammerpräsident schweigt dazu, die Gewerkschaftsvorsitzenden schweigen dazu, so geht das ganz einfach nicht.